Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Life is Strange Episode 5 Polarized und es geht weiter. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, es ist enorm wichtig und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Wir verlassen den Dark Room und schauen, was wir machen werden. Denn der Sturm scheint ja zu wüten. Und wir werden auf jeden Fall jetzt sein Auto nehmen. Freedom. Holy shit. This storm is real. Ich habe einfach das Gefühl, wir werden Chloe im Endeffekt nicht ver wir werden Chloe im Endeffekt verlieren. Ich weiß nicht wieso, es ist eine Vermutung. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah. But why? It wasn't that great a shot. Yes, it is and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kind of scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. Culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, do I pay all those taxes? You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Oh, krass. Das gibt mir gerade echt einen Gänsehaut-Moment. Oh Scheiße. Oh, krass, was hier alles passiert. Ob wir wirklich Zeit haben, uns hier überhaupt was anzuschauen, ich weiß es nicht. Hey, that guy is trapped. Okay. I have to get this guy out of here or he'll die. Helfen wir ihm. Thanks, kid. You okay? Once I get the hell out of here. I've been hauling loads way too long in this shit old town. Go now. And I ain't never coming back. You need a lift? No thanks.
I have to find a friend. You go, girl. You go. I can't believe this is real. Okay, ihm haben wir geholfen. So, ich glaube, anschauen können wir hier wirklich nicht viel. Rettet euch unbedingt. Hier liegen schon wieder Wale. Oder ein Wal zumindest. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nein, das ist doch... Oh nein, die Platte hat ihn auf jeden Fall tödlich verletzt am Kopf. Also wer sowas mit so einer Geschwindigkeit von Kopf kriegt, das kann auf jeden Fall nicht gut sein. Nee, und so weit will ich gar nicht zurückgehen. Okay. Haben wir ihm denn jetzt trotzdem geholfen oder ist er immer noch eingesperrt? Jo, jetzt ist er wieder eingesperrt. Scheiße. Jetzt müssen wir ihm aber noch helfen wieder. Weil ich möchte nicht, dass er drauf geht. So, ich bin wieder da. Okay, das können wir überspringen. Was haben wir denn da? Einen toten Körper. Death is everywhere. Following me. Step over. Okay. Oh, Wahnsinn, wie die Episode einfach nur reinhaut. Also, eindeutig Platz 1 der besten Spiele 2015. Für mich gibt es nichts anderes. Gut, wir schauen erst weiter. Du solltest da nicht bleiben, oder es ist ihr Vater. Aber du solltest dort wirklich nicht bleiben. Oh. I can't think about all those children out there. Wo ist denn, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Irgendwo ruft hier noch jemand. Okay, die. Oh. Alyssa needs help again. Okay, wir versuchen ihr zu helfen. Help me get down, Max. Komm, Alyssa. Alyssa, are you okay? Let me help you down. Yes, yes, please, Max. I don't want to die like this. Find something to get me down. Please. Okay, wir müssen irgendwas finden. Ja, keine Sorge. Ich finde was. Nur warte bitte kurz. Ich werde was finden, womit wir dich da runterholen. Und lass mich kurz überlegen. Ich muss ja selber gerade schauen. Was könnten wir denn nehmen? Es muss bestimmt was in der Nähe hier sein, womit wir ihr runterhelfen können. Ja, ja, ich suche ja schon. Wahrscheinlich ist es offensichtlich und ich finde es nicht, aber... Ach da, eine Planke, ja genau. Okay. Wir sind quitt, okay, ja, now we're even. Wahrscheinlich wir sind quitt, weil ich habe sie ja auch so oft gerettet. Okay, und jetzt können wir wirklich zu dem Eingang gehen. Jetzt haben wir hier allen Leuten geholfen.
How can I get out of here? Okay, ein Flyer noch. This makes me so sad. Oh, ja. War schon da jeden Samstag, oder? Ja, every Saturday. This makes me so sad. If we can make it out of this, Chloe. Oh, das ist echt traurig zu sehen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. I'm stuck here unless I put out this fire first. Okay. Anschauen brauchen wir uns das ja nicht wirklich. Es reicht ja, glaube ich, wenn wir da wirklich das direkt benutzen. Oh nein. Oh Scheiße. Dead. Electrocuted. Oh no. Oh nein. Das spulen wir auf jeden Fall zurück. Ich habe ihn gar nicht gesehen. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might not hear me. Wir müssen irgendwas tun, damit er uns hört. Weil ich glaube nicht, dass wir ihn einfach so, was ist das? Haben wir den schon angeschaut? Ja, haben wir. Wir können ihn ja nicht einfach so sterben lassen. Wir müssen irgendwas finden, womit wir ihn warnen können. Don't fail me, Fusebox. Ja, wir können ihn nicht... Wir können ihn doch nicht sterben lassen da drin. Ja, dann geh da weg. Ich will dich auch nicht sterben lassen da drin. Aber wie soll ich dich denn warnen? Ich sehe hier nichts, womit ich die Scheibe einschlagen könnte. Magazine? Nein. Ich kann die ja nicht einfach benutzen. Aber wenn ich das mache, stirbt er jetzt wieder. Oder, nee, Moment mal. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier einen Gegenstand, den ich benutzen kann. Und dann spule ich die Zeit zurück. Genau. Vielleicht können wir das ja machen. Vielleicht geht das ja irgendwie. Oh, no. Das müssen wir doch irgendwie verhindern können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie müssen wir doch diese Scheibe hier... Oder irgendwie müssen wir da was machen können, dass er nicht in so einem Schockzustand ist. Können wir nicht irgendwas hier machen, dass er nicht stirbt? Ich sehe halt leider gerade nichts anderes. Oder nee, Moment mal, genau! Ja, ja, jetzt sind wir ja in dem Raum drinnen. Genau. Haha. So geht es. You have to get out of here right now. I need to breathe. I need air. Please, 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 please. Okay, alles klar. Jetzt ist er auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt können wir sie da durch die Scheibe nutzen. Und jetzt stirbt er auch nicht. Okay, I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Okay, wir konnten ihn doch retten. Ich wusste es doch. Okay, da ist das Diner. Wir müssen ganz schnell gucken, dass wir da hinkommen. Oh. Scheiße. What the fuck? Oh, was passiert hier? Sand. Ah, okay. Das Feuer, das hatte ich gar nicht gesehen. Oh, scheiße. The monsters are actually the people here. Okay, das könnt ihr euch jetzt mal durchlesen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Das passt irgendwie nicht zur Situation. Und nein, den kennen wir doch, glaube ich, auch, oder? Und hier ist die... Nein, ich wusste es. Wir haben die Frau mit der damals gar nicht gesprochen. Oh, no. I should have warned her. I never even asked your name. So, so
selfish. Verdammt, ja, die haben wir damals halt echt übersehen. Wir hätten mit ihr halt nochmal sprechen können, dann wäre sie jetzt nicht hier. Das ist echt unsere Schuld, aber daran sieht man schon wieder, das ist wirklich eine Sache gewesen, die wir halt hätten verhindern können, wir aber halt vergessen haben, und das sind halt die Konsequenzen, die wir tragen müssen. I wish life was back to simple eggs and bacon. So, kommen wir hier rein. Damn, this is blocked off. Okay, gut. Ich wollte auf jeden Fall vorne gucken. Ich wusste es irgendwie, dass die Frau stirbt. Verdammt, ich hätte es so gerne... hätte ich damals auch nur noch mal mit ihr gesprochen. Ich habe das halt total vergessen. Man kann halt nicht an alles denken. Evacuation. Once again, this is not a test. This is not a test. Trust me. I'm trying to figure out how. I swear. An E6 tornado warning has been issued for Arcadia Bay and surrounding... Go get him, Juliet. Okay. Ja, okay, die hat einen Artikel geschrieben. At least nobody's going to starve in here. Okay, niemand wird verhungern. Dann würde ich sagen, gehen wir doch hier mal durch. Max. Oh, da ist auch Frank. Oh, Max. Na, ihr müssten wir das auch noch erzählen. I'm so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? Two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. I know. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Warren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce. It's all we have. Sie fragt gar nicht, wo Chloe ist. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. I should have seen it coming. So glad everybody is safe here. Sting. But I need that photo from Warren to help Chloe. Gut, wir schauen uns erst noch mal ganz kurz um. It's hard to believe people were eating breakfast here. Only a few hours ago. Okay, wir könnten uns da hinsetzen. Pompidou, der Hund, stimmt ja. At least Frank still has Pompidou at his side. Okay, wir setzen uns mal ganz kurz hin. Max, give yourself one moment to do nothing. This is where I convinced Chloe I could rewind time. So, what's the point of this power? What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? No, because I didn't ask for this gift. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. Okay, ich bin eigentlich mal... Pompidou würde hier nicht sitzen, wenn wir ihn damals sozusagen auf die Straße gelockt hätten. So viele Dinge, die einfach nicht sein würden, glaube ich, wenn wir... uns anders entschieden hätten. Und genau das ist das Schöne, wieso man auch dieses Spiel so gerne nochmal neu spielt. Einfach um die Obdachlose zu retten, dass sie eben nicht stirbt. Vielleicht einen anderen Weg geht und Frank vielleicht ganz sauer auf uns ist. Pompidou vielleicht gar nicht mehr da ist. Er konnte ja auf viele Weisen sterben. Und das ist einfach Wahnsinn in diesem Spiel und deswegen liebe ich es auch so. Und ich würde aber sagen, ich beende jetzt hier auf jeden Fall den Part. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und im nächsten Part unterhalten wir uns dann. Gut, ja. I can't lose you. Oh Gott, ja, sie weiß es auch noch nicht. Sie hofft auch, dass Chloe okay ist. Naja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre toll. As long as I have my Pompidou with me. Okay, er freut sich, dass er seinen Hund hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part von Episode 5 Polarized wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.